Ist die Wahl gültig oder ist sie ungültig? Muss sie wiederholt werden? Oder beide Wahlen, Bundestag und Kommunalwahl? Die Frage ist ja zunächst einmal, was lässt man denn überhaupt zu? Und ich habe auch gegenüber dem Landesverfassungsgerichtshof und auch dem Bundesverfassungsgericht, wo wir auch zum einstweiligen Verfahren schon vorgetragen hatten, den Fall aufgebracht. Was passiert denn, wenn sich jetzt eine Gruppe von mir aus Neonazis berlinweit neben Wahlurnen stellt und sagt, aber ihr müsst nicht jetzt so Neonazis wählen? Sondern 4 Monate ist es her. Nein, Moment, Monate. Sie müssen. Ja, ein halbes was passiert Herr Dich, dafür ist genau das Ding wichtig. Da stellt sich irgendeine Truppe hin und zwingt Leute gezielt mit vorgehaltener Waffe so zu wählen. So, dann ist erstmal ein Ergebnis da. Und dieses Ergebnis darf natürlich, das wird jeder hier anerkennen, darf nicht eine Minute als legitim und legal behandelt werden. Es muss einfach sofort eine Reaktion des Verfassungsgerichts kommen und sagen, selbstverständlich kann das nicht zählen. Ja. So, genau dieses Beispiel habe ich vom Verfassungsgericht bemüht. Die Antwort war, naja, wir müssen halt ganz sorgfältig prüfen und in der Zwischenzeit können die mal machen. Aber es geht doch um ganz praktische Sachen. Also ich bin der Schlüsselwahlkreis 609. Das Wahllokal ist bei mir direkt nebenan. Ich war der dritte Wähler, weil ich nach Südtirol wollte. Flug war gebucht. Vor mir sitzen 2, die kommen aus der Wahlkabine nicht raus. Sitzen da 10 Minuten, sitzen da 12 Minuten. Dann sage ich zu dem Wahlvorstand, der da versammelt sitzt, wieso haben wir hier nur 2 Kabinen? Man kann doch 10 aufstellen, ist ja ein Riesenraum. Nein, das war hier immer so. Da sage ich aber, wir haben hier 3 Wahlen in Berlin, die zusammenkommen. So als ich in der Kabine saß, merkte ich, warum die da 10 Minuten saßen. Ich saß dann nämlich auch 10 Minuten, um diese ganzen Zettel zu finden. So praktisch war das. Dann haben sie sich geweigert, mehr Kabinen zu nehmen. Dann gab es parallel den Marathonlauf. Das heißt, mitten durch meinen Wahlbezirk Hohenzollerndamm geht der Marathonlauf, da kommt keiner rüber. Das Ergebnis war ja, sie haben in der Tat, wie Sie sagen, bis 20.57 Uhr noch gewählt. Zweitens, sie haben aber gleich mal alle möglichen Ausländer, Inländer, was auch immer, ohne Kontrolle wählen lassen und geradezu auch Kinder.